I grow stronger. Herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zu Let's Play Octopath Traveler. Ich bin noch einmal durch Quellborn gelaufen und fand ja noch die eine super schwere Waffe. Wache. Ich habe sie gerade in 20, 25 Minuten besiegt. Auf der fast höchsten Stufe. Also die Wache. Jetzt können wir hier rein. Wer ist denn das? Dieser Händler hat Waren mitgebracht, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Er hat keinerlei Vertrauen in sein Unteilsvermögen oder seine Fähigkeiten als Händler. Daher kommt er gerne auf den Schwarzmarkt, wo die Leute weniger wählerisch sind. Erweiterter Bogen des Falken? What? Muss ich einfach haben. What? Erweiterter Bogen des Falken? Ha! Endlich habe ich meinen Konkurrenten übertroffen! Kann ich ihn herausfordern? Später. Wenn ich jetzt versage, sieht das doof aus. Der Händler, der hinter dem Schwarzmarkt steckt. Er mag Objekte, die nicht legal verkauft werden können, aber auch nicht typischerweise auf einen echten Schwarzmarkt freigeboten werden. Er eröffnete diesen Schwarzmarkt, um seine Liebe zu diesem besonderen Objekt mit anderen teilen zu können. Ein Objekt. Gedenkhalskette. Familienerbstück der Frau eines berühmten Fürsten? Well. In dieser Gegend findet ihr nur von Waren von hohem Wert. Das liegt am Schwarzmarkt. Ich fordere euch gleich. Ich mache gleich alle platt. Erstmal klauen. Verbotene Axt. Was? Kann man die handeln? Ein Händler, der Waren mitgebracht hat, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Obwohl die meisten davon fehlerhaft sind. Wenn man ihn danach fragt, wird er jedoch still und will nichts über ihre Herkunft verraten. Tipps und Tricks für Diebe. Eine größere Erfolgschance beim Stehlen. Ja, das ist so gut. Cool. Okay. Hey. Hey, ich habe einen ziemlich guten Ruf erarbeitet. Wenn ich den jetzt fertig mache. Warte mal, wir speichern mal gerade. Wenn ich die jetzt alle fertig mache, bekomme ich dann was von denen oder nicht? Ich würde am ehesten interessieren, ob ich. Diese verbotene Axt bekomme. Da wir jetzt mit allen geredet haben, lass mich mal Alfen mit. Kriegt mein Satz nicht fertig. Alfen gegen. Harnet wäre auch eine Idee. Gegen Primrose. Gegen. Ophelia. Harnet könnte ihn herausfordern. Dressa, bitte. Hallo. Kann man die kaufen? 66.000. Puh. Da müsste ich mal wieder ein bisschen löffeln. 66.000. 391 und Tempo noch oben drauf. 391 physischen Angriff. Irgendwas habe ich doch schon noch bekommen eben. Ach, ein Bogen war das. Erweiterter Bogen des Falken. Ja, gut, ist. Elementaren Angriff. Gekauft. Das wollte ich aber gar nicht gucken. Ich wollte gucken. Wie viel hat die Axt? Verboten? Ich glaube, hier so ein Olles. Physischer Angriff 101. Die Axt ist tatsächlich unglaublich. Ich habe gerade gespeichert. Komm. Ich habe gerade gespeichert. Ich
schau mal, ob der die droppt. Ich glaube nicht, das ist viel zu einfach. What? What? Jetzt mal Schwächen rausfallen. Oh. The thrill of the fight. Nichts. Mist. Kann ich nochmal laden? Möchtest du nochmal laden, bitte? Ich hab doch gespeichert, oder? Oder? So. Wenn Olbrix jetzt so viel aushält, ich müsste eigentlich durch jede Stadt mal durchlaufen und ich habe die Ausrüstung noch nicht ausgetauscht. Seelenbeil, Bärenhackebeil. Oh. Pardon. Genau so. Auf jeden Fall kann ich die anderen herausfordern. Das stört jetzt nicht. Aber 66.000. It's a good day for battle. The battle. Greif erstmal an. Oh. Die Axt schmeckt schon mal. Hier ist ein Punkt. Too slow. Too slow victory. Toll. Er hat keine Schwäche. Ich muss ja irgendwann durch alle noch Gegner noch mal durchrennen. Hier. Oh. Oh, schön. Ups. Der ist ja stark. Oh. Ein Klaps gegeben. Habe ich hier irgendein Objekt? Irgendwas, was ich viel habe? Was ich noch benutzen kann? Nö. Klarheitsgrau. Ja. Nimm mal Eis. Mhm. Das heißt, jetzt hat er noch Wind und Dunkel oder sowas. Hab ich nicht Windsteine bekommen? Da. Okay, kein Wind. Da kriegen wir noch hellig, Licht und Dunkel. Schatten. Okay. Ich mach das nur, damit ich seine Schwächen rauskriege. So, dann wollen wir noch mal gucken, was wir hier machen können. Watch my blade dance. Boah. Ist ja auch schon manchmal ganz sauer, ne? Okay. Haben wir noch einen Lichtstein? Have a taste of this. Schön. Victory shall be mine. So, machen wir mal einen Kreuzschlag. Boah, 5.900. With each battle, I grow stronger. Und wieder nichts bekommen. So, wird hier alles ausgeräuchert. Heute ist eine Olbrick-Folge, deswegen werden wir ein bisschen kämpfen. Let us fight with honor. Der scheint aber nicht gegen Magie. Zeitlupe. Ja, es kommt davon. Too slow, victory. Gut. Too slow. Der hat Feger. So. Den haben wir gleich. Pass auf. Now. Gut
Ich habe jetzt ein bisschen FP rausgehauen. Ich muss diese Axt kaufen, denn nur in diesem Moment ist der Händler noch, ist die Wache noch kaputt. Ich muss das jetzt machen. Ich muss das leider jetzt machen. Weil ich will diesen Händler nicht nochmal eine halbe Stunde bekämpfen. Was stehlen kann ich nicht. Geht nicht. Warte mal, ich will nochmal sehen, was das ist. Ah, die ist schon echt heftig. Kriege ich einen Rabatt, bitte? Okay, kein Rabatt. Wieder ein bisschen Geld losgeworden. Okay. Lass mich mal gucken, wer trägt dann alles Axt? Okay, Albury trägt Axt. Cyrus trägt Axt. Hane trägt Axt. Und Alfin trägt Axt. Plänkel. Hey, wir plänkeln noch eine Runde. Hexenmenschen, die mag ich gar nicht. Ihr kennt diese Kreaturen? Ja, zumindest ihre Verwandten, die im Wasser leben. Diese hier sind an die Wüste angepasst, brauchen aber trotzdem Wasser zum Überleben. Dann ist diese Oase für sie ebenso lebenswichtig wie für die Menschen hier. Richtig. Diese Wesen sind vorsichtig und misstrauisch. Wer sich ihnen in ihre Nähe wagt, wird angegriffen. Solange sie die Vorherrschaft über die Oase beanspruchen, ist ein Konflikt unvermeidlich. Ich verstehe. Das Schwert, das ich trage, verpflichtet mich zum Schutz der Stadtbewohner. Das ist eine gute Sache. Auch ich werde euch zur Seite stehen. Ja, nö. Ausrüstung. Alle tragen Axt, okay. Was hat sie denn für einen? Ja, die hat gar nicht so ein schlechtes. Ja, das könntest du auf jeden Fall gut und gern gebrauchen. Selbst das. Die Genauigkeit geht noch ein bisschen flöten. Wer hat denn am meisten Genauigkeit? Das ist eigentlich alles relativ egal. Ich glaube, Harnett kann das schon am besten gebrauchen. Auch wegen dem Tempo. Wer braucht das Tempo? Harnett. Okay. Dann kriegt diese Axt Steinhackeball. Elementarer Angriff geht runter. Das heißt, er heilt da nicht so kräftig. Aber das macht er eh fast nicht. Seelenball. Nee, das braucht keiner. Also schon, aber nee. Okay. Ach, haben wir für Harnett nicht noch den erweiterten Bogen des Falken? Mhm. Wer möchte den Tomahawk-Bogen? Schattenbogen. Den Tomahawk-Bogen könnte Albrecht brauchen, aber der braucht keinen elementaren Angriff. Deswegen kann er auch den Schattenbogen nehmen. Dann gehe ich noch einmal weiter durch. Wer trägt einen Bogen? Er trägt einen Bogen. Ophelia nicht. Tressa trägt auf jeden Fall einen Bogen. Primrose weiß ich gar nicht. Ups. Bei Primrose muss ich gleich nochmal wegen einem Dolch gucken. Ich weiß, ich könnte das auch alles in der Übersicht machen und dort alles hin und her tauschen. Will ich aber gerade nicht. Farian den Schattenbogen geben? Nicht unbedingt. Das ist das besser. Tomahawk-Bogen entweder an Farian. Ups. Oder an Farian. Ja, so ist das schön. Jetzt muss ich nochmal bei Dolch gucken. Primrose trägt auf jeden Fall Dolch. Du hattest schon schön Dolch, ne? Yep. Gideons Dolch, ach so. Ha. Kerkerbrecher?
In jedem Fall geht die Tempo runter. Die Tempo. Was ist sie denn? Sie ist Tänzerin und... Und? Was ist ihre zweite Laufbahn? Erika. Ach, sie ist Heilerin. Ja, dann könnte es ja eigentlich... Dann fehlt hier tatsächlich ein bisschen Magie. Dann werde ich ihm mal den anderen Dolch geben, das Zauberermesser. Ja. So. Wieder mal zurücktauschen, bitte. Ich möchte gerne mitnehmen. Pharion ist eigentlich auch schon fast immer gesetzt, ne? Reden brauchen wir jetzt nicht mehr, deswegen kann Alphen eigentlich eine Pause machen. Könnten wir entweder Ophelia noch mitnehmen, Heilung und so weiter, oder Harnett mitnehmen. Wegen Tänzer... Ja, nimm mal Harnett mit. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Bisschen. Toll! Obwohl, ich würde jetzt am liebsten erstmal in die anderen Dörfer gucken. Wir haben jetzt so viel Kram hier auch in diesem Dorf gefunden. Ich will mal schauen, wo noch was fehlt. Einfach mal in die Dörfer reisen, mal gucken, ob hier noch irgendwo ein Questgeber war. Ja, hier zum Beispiel. Good day. Lehrer der Königlichen Akademie, Geldverleiher. Da schon mal nicht. Und dann war oben im Schloss noch einer, ne? Pharion muss einfach deswegen immer schon mit, weil er halt diese blauen Kisten öffnen kann. Würde ich die sonst mal vergessen. Greedy. Die sucht noch eine antike Stadt. Da oben nicht. Und hier im Schloss war auch noch irgendjemand. Der wollte, glaube ich, eine Antiquität haben. Nee, ich dachte, der war das. Okay, nächstes Dorf. Dorf ist gut. Ist eine Stadt. Hier sieht es nicht so aus, als ob ich hier noch was bekomme. Herausfordern! Da war ich bestimmt schon drin. Die müsste ich alle nochmal umprügeln. Hier ist auch nichts. Da. Na, Edelhof. Edelhof müsste ich, glaube ich, noch was finden. Kann ich hier noch was stehlen? Oh. Münzbeutel. Liebengüte. Geheimniswolle. Studieren. In diesem bescheidenen Floristen aus Edelhof fehlt jeglicher Geschäftssinn, weshalb er bisher nur sehr wenig verkaufen konnte. Als zweiter Sohn der Adelsfamilie wird er nur wenig erleben und musste diese Arbeit übernehmen, um irgendwann seinen eigenen Unterhalt zu verdienen. Boah, was für ein Satz. Habe ich die Oma schon weggekickt? Zauberergewand. Ah. Ist das was für Cyrus? Ist tatsächlich... Geht maximal ein bisschen runter. Aber die Angriffe werden stärker. Okay, gekauft. Urtümliches Gewand. Wer mag denn sowas tragen? Elementarer Angriff geht dann runter, aber das macht nichts. Aber das geht noch weiter hoch. Brauche ich nicht. Ich werde mal das Ophelia andrehen, wenn sie wieder da ist. Herausfordern! Ich weiß nicht. Habe ich die Oma eben schon herausgefordert? Ich glaube, den hatten wir schon, ne? Ja. Victory shall be mine. Hier. Too slow. Victory shall ich weiß nicht, ob ich den schon hatte. Wir prügeln uns heute ein bisschen.
Too slow. The battle is out of my way. Too slow. Alles klar. Ist nicht dran. Is on lightning strike. Toll. Hat man gar nichts gebracht. Victory shall be mine. Ja, mittlerweile kann er Fische mit 5 Sternen oder so aufnehmen. 5 Sterne, 5 Schilder haben die, ne? Bei Outbreak am 5 verlesen. Outbreak hat mittlerweile eine so hohe Ausdauerrate, dass er ohne Probleme auch 5, 6, 7 Schilder bekämpfen kann. Das waren jetzt 4. Wenn Oma jetzt auch nur 4 hatte, dann haben wir die schon. Ich guck nochmal. 6. It's a good day for battle. Doch, ich hab Oma schon gekämpft. Oh, das tut mir leid. Hallo? The battle is truly cursed. Ding im Feuerstoff, das ist Victory shall be mine. I'm out of my way. Das ist gemein. Have at you. Okay. Too slow, have at you. Ein Glück regeneriert er jedes Mal. Have at you. Haben wir es denn jetzt auch mal? Victory. Have at you. So. Jetzt bin ich drin. Victory. Was? Damn. War echt damn. How about this? Kann mich doch nicht einfach so umnieten. Aber ich meine, die hat sich schon umgebracht. Also, außer Gefecht gesetzt. Wie viel brauchst du denn noch? Boah. Lässt sich auch nichts anmerken. No. Du bist gleich fertig. Alte Frau. Komm schon. Natürlich. Feuer frei. Tschüss. Gibt immerhin gute Erfahrung. Aber Oma hat nichts fallen gelassen. Nicht mal den Rockzipfel. Toll. Ich war hier schon drin. Aber ich habe so das Gefühl... Oh. Ich habe das Gefühl, hier hat man noch nicht alles erledigt. Erst recht nicht alle Quests erledigt. Ja, ich kaufe mal noch ein paar mittlere Teiltrauben. So. Bald wieder auf 100.000 geschrumpft. Was wir mit dem machen, weiß ich noch nicht. Geht's dahin? Legs Anwesen, Gefahrenstufe 22. 22. Und dann war die Oma eben so hart. Oh. 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 Kann ich noch irgendwas klauen? Also ihr seht schon, ich gehe hier so ein bisschen ab, was mir noch fehlt. Deswegen ist das heute eine, sagen wir mal, eine Brückenfolge. Assassin durch. Nee, nicht schwach werden. Ich habe schon genug Geld ausgegeben. Da war eine Katze. Edelhof ist aber wirklich edel.
Ich möchte eigentlich mal ein... Bestimmt bin ich ja schon vorbeigelaufen. Ich hätte gerne mal ein Übernachtungsplätzchen gehabt. Wo ging es da unten noch durch? Und wo ist das? Also, wo bin ich hier? War ich hier schon? Verwirrt. Was ist denn das hier? Das ist bestimmt der nächste Quest noch zu erledigen. Also das nächste Kapitel. So, hier gibt es also nichts. Dann gehen wir nochmal nach Stillschnee. Harnetzaufgaben machen wir jetzt gerade nicht. Lass mich mal gerade nächtigen. Ich muss unbedingt mal wieder ein bisschen offline spielen, ein bisschen Geld machen. Ist meine Zeit bestimmt schon fast rum, ne? Ja. Lass mich mal hier oben gerade nochmal. Aha. Graviton-Axt. Hi. Oh Gott. Ich gucke mal, ob die Leute noch sich noch bestehlen lassen, ob ich noch was vergessen habe oder ob ich die noch mal fragen muss oder so. Good day. Ich weiß, dass ich irgendwo noch was erledigen kann. Ich weiß nur nicht mehr wo. Aha. Oh, die kann man noch bestehen. Verbotener Dolch. No. Verringert zugefügten Feuer- und Dunkelheitsschaden. Die kann ich mir aber immer noch holen. Dann steht keine Wache davor. Obsidian-Salon. Kam ich hier nach hinten noch irgendwo durch? Ja, da vorne. Da war noch jemand im Weg. Stufe 40, um diese Person herauszufordern? Und provozieren sie halt. Mal sehen, ob sie das gebacken kriegt. Aber ich scheine das schon mal gemacht zu haben. Oh. Wollte ich eigentlich nicht, aber... Jetzt sind die Tiere alle weg. Schön. Doch, hier waren wir schon mal drin. Kann ich vorstellen, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ich könnte ja offline noch ein bisschen suchen. Da muss ich wieder Aufnahme drücken, wenn ich was gefunden habe. Wir ziehen das jetzt durch. Pass auf, machen das noch ein bisschen länger. What next? Letting the hunt begin. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben er hat. Ah, nichts mehr. Also schon, tot ist er nicht, aber... Sie ist ja auch erst 36, sie ist nur ein kleines, schwaches Mädchen. Mit nichts in der Hütte. Was ist da oben noch für einer? Geht's da lang? Fahrt zum Weißwald. Achso. Okay. Weltkarte. Wir gehen nun noch einen Ort. Svaki ist wirklich keiner mehr. Victor's Cool kann ich noch mal gucken. Aber ich meine, hier war jetzt kein Quest mehr für mich, oder? Doch, da sehe ich schon einen. Sofort wurde ich revidiert. Hier gab es noch prügelnde Banden, oder? Wo war das? Ich bin schon herausgefordert. Die Waisenhausoberin? Doch, da war ich doch drin. Da war ich 100 pro drin. Stehlen! Gewand der Flamme. Ugh. So teuer. So viel. So.
unmöglich. Ja, ich werde ihn gleich herausfordern auf dem Rückweg. Hier war ich aber in der letzten Folge, glaube ich, auch schon. Ich bin trotzdem hier. Aha. Oh. Spiel. Göttliche Klinge. Oh. Na, los. Imperiale Lanze. Was ist das für eine göttliche Klinge gewesen? Tja. Brauche ich jetzt gerade nicht mehr? Nö. Wäre schön gewesen, wenn. Komma, aber jetzt nicht mehr. So, fordere ich den einen jetzt noch heraus. Ich glaube, da war ich schon. Wir gehen einmal erstmal weiter nach Felsfall. Da gab es nämlich noch eine Person, die irgendwie zur Diebesgilde gehen wollte, wusste aber nicht so recht, wohin mit sich. Wir schauen mal. Den Opa hat mich auf jeden Fall auch herausgefordert. Die anderen... Das da oben mache ich auf dem Rückweg. Ich klappe nur gerade die Leute ab. Nö. Aha. So. Dann kann ich mich wenigstens sagen, dass die Dörfer für mich oder die Städte für mich schon erledigt sind, dass ich da nicht noch einmal hin muss. Ist alles gestohlen, geklaut, gezogen und geraubt. Also wenn euch das so schnell geht, könnt ihr gerne Stopp drücken. Ich schaue halt nur, ob da ein Stehlen-Button ist oder ob ich, und ob ich hier Questgeber in der Gegend habe. Das ist mein einziges Ziel gerade. Ah, Marthas Bande. Also, wie ist es? Wollt ihr meinen Platz in der Bande einnehmen? Nö. Ja, nee, wieso denn? Ich habe einen ganz anderen Platz für euch, mein Herr. Wie wär's denn mit Marthas Bande? Was sagt ihr da? Was ist das? Marthas Bande, gibt es dem Waisenhaus Geld? Gibt dem Waisenhaus Geld? Patzblitz, Martha hat nie ein Wort darüber verloren. Das Geld, das ich gestohlen habe, wurde letztlich also verwendet, um Waisen zu helfen. Nun erscheint alles in einem anderen Licht. Vielleicht ist die Dieberei doch keine so schlechte Sache. Ich sag dir was. Ich glaube, ich werde vorerst doch Räuber bleiben. Ich danke dir. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Schutzwappen mal 1. Was ist denn Schutzwappen? War ich da mal drin? Ich glaube, ich... Ja, ich habe den Arm habe ich schon mal verprügelt. Reichen auch. Das ist der Reiche. Doch, doch. Da war ich wohl schon überall. Ups. Hätte mich auch gewundert, wenn hier was Schönes wäre. Auf nach Klar 8. Auch eines der ersten Dörfer. Ich kann auch hier nicht die ganzen Leute verprügeln. Zumal bin ich mir... Ach, guck mal, der Wirtshauswirt sieht ausgerechnet hier anders aus als in allen anderen Wirtshäusern. Kann man auch was stehlen. Reinigender Samen. Ausgerechnet Chef. Herausfordern. Ich war da drin. Ich war da schon. Außerdem ist es Chef. Ich kann doch nicht Alfens besten Freund kaputt machen. Ja, wie? Ja, Wieso kann man die Oma nicht herausfordern? Und dann gibt es ja noch manche Bewohner, die außerhalb der Stadt leben.
Was mache ich denn da? Ah, hier war doch noch einer mit der Axt, oder? Nee, mit der Spitzhacke. Ich kann bestimmt noch irgendwo was abgeben. Deswegen renne ich hier auch wie wild gestochen einmal alle Dörfer ab. Was? Moment, da muss ich speichern. Das wird wieder ein 20-Minuten-Kampf. Oder wisst ihr was? Den spare ich mir fürs Offline auf. Und verrate dann am besten, was da drin war. Okay, hier in Kammbruch muss ich noch einen schweren Kampf bestreiten. Mache ich dann gleich. Bis dahin schaue ich mir noch die anderen Dörfer an. Kammbruch, also. Aber das war jetzt gar nicht mein Primärziel. Mein Primärziel war zu schauen, ob irgendwo noch Quests abzugeben sind. Ja, stehlen. Was? Was? Er hat gesagt, ich darf nicht. Ruf wiederherstellen. Schnell. War das jetzt 1000? So, nochmal. Stehlen. Er hat auch gelacht. Leute auch leben. Gut. Kammbruch muss ich also zuletzt nochmal hin. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war. Ob ich überhaupt schon war. Gefühlt war ich hier noch nicht. Ich weiß, wo das ist. Oh. Hallo, ich bin Kaya, das Mädchen mit dem Drachenei. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Ich bin in dieses Dorf gekommen, um nach Lavastein zu suchen, damit ich das Ei ausbrüten kann. Nur das Drachenei wurde gestohlen. Der Dieb sagte, ich solle ihn in einer Höhle außerhalb des Dorfs aufsuchen, wenn ich es zurückhaben will. Das klingt nicht gerade sicher, oder? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Geschichte vom Drachen Teil 3. Kann man die Oma produzieren? Ich produziere dich. Okay. Vielleicht muss ich Oma auch noch bekämpfen. Ich versuche da erstmal vorbeizuschiffen. Und du auch? Boah, ist auch so eine harte Nuss. Truth is, vor mehr als 10 Jahren hat mich mein Sohn nach einem Streit im Groll verlassen. Sagte, er wollte ein Ritter werden. Stellt euch das vor. Natürlich habe ich ihm gesagt, was ich davon halte. Ich sagte ihm auch, dass er ein feiger Esel sei, der es sowieso zu nichts bringen würde. Um ehrlich zu sein, bedauere ich das jetzt. Es war falsch und ich möchte nur noch, dass mein Sohn wieder nach Hause kommt. Aber der richtige Zeitpunkt ist da wohl verstrichen. Und jetzt muss ich in die Suppe. Muss ich die Suppe, die ich mir eingebrockt habe, auch selbst auslöffeln. Ja, sehe ich auch so. Tschüss. Der wird schon wieder kommen. Ich weiß aber nicht, wo der Ritter hin ist. Gut, hier waren wir auch fertig. Heiligenbrück habe ich, glaube ich, schon geguckt. Aber ich gehe nochmal hin. So. Also ich werde Kammbruch und in Erzquell dann noch ein bisschen vor der Tür rumprügeln müssen. Das mache ich dann aber offline. Das dauert jetzt zu lange und dann erzähle ich einfach, was ich da gefunden und bekommen habe. Ich glaube, das macht die Sache dann einfacher. Hier wollte ich noch mal gucken, ob man hier irgendwo noch was Schönes vielleicht. Naja. Ich bin so in Kauflaune. Schlimm. Ganz schlimm. Hier war der Verbrecher. La 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 la. Stromaufwärts. Die 3 Kinder hatte ich doch schon lange geklaut. Bin doch schon 3 Mal in der Stadt gewesen. Moin. Düster Pfad, 20. Gefühlt war ich ja auch schon 100 Mal überall.
weiß trotzdem nicht, wo es lang geht. Hier ist nix. Ist hier denn hier kein Questgeber mehr? Da oben war noch einer, dem man auf jeden Fall was abkaufen kann. Heiliger Langbogen. Okay. Der ist echt schön. Aber den kann ich nicht klauen. So, nächstes Dorf. Sonnenschatt? War ein Sonnenschatt noch was? Ich sage nein. War ein Sonnenschatt noch was? Die habe ich garantiert schon mal herausgefordert. Ja, locker. Wie ihr seht, beeile ich mich auch ein bisschen, damit ich die Stadt so ein bisschen abklappern kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Will ja nicht zu viel Zeit dafür vergeuden. Oh. Also theoretisch hätte ich das jetzt auch offline machen können, ist klar. Aber die Aufnahme lief ja noch. Bisher haben wir ja auch eine wichtige Sache gefunden. Das war das mit Marthas Bande. Das habe ich auch schon ewig von mir hergezogen und getragen. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich Marthas Bande gefunden hatte. Gedenkmünze. Noch so teuer. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Wahrscheinlich locker teuer verkaufen. Lass mich mal von hier oben weitermachen. Rippeltiden. Rippeltiden? Ich glaube, da brauche ich wirklich nicht mehr gucken. War ich schon so oft. Aber ein Pflaster ist denn jetzt noch was? Den kann ich aber klauen. Mal gucken. Ah, 65%, hat funktioniert. Hi. Hey. Wie geht die Suche voran? Nun. Lebhafte Kette, gib her. Herausfordern? Den würde ich doch längst wieder vergessen. Ja, den habe ich locker schon. Hallo, jetzt bin ich mal dran. So. Mann, war ich hier stark. Aha, nichts. Ob's auch vermöbelt. Hier, ob es auch. Ich vermisse noch einen Ort. Da, wo sie den Mann beklauen oder immer wieder einbrechen. Wo war das denn? In Steingrad, hä? Ja, das war ein Steingrad. Hier habe ich jetzt auch noch nicht so viel gemacht, glaube ich. Außerdem müsste ich hier, glaube ich, noch mit Cyrus einen Auftrag machen. Oh, hier ist eine Bibliothek. Habe ich das damals übersehen? Mit Harnett waren wir doch hier. Da komme ich nicht rein. Nichts. Klauen. Ha. Ha. Kann ich das kaufen? Nicht wirklich. Aber hier war das irgendwo mit diesem Mann, der beklaut wurde. Herrliches Kunstwerk. Ha. Kleines Kapellchen. Nichts drin. Tschüss. Provozieren? Oh. Ab 40 darf Olbrich hier auch provozieren. Ich provoziere. Ich wollte was klauen. Elementare Augmentor. Na. Ah. 4 von 5 Versuche.
Geh nicht schief. Ach so. Das war ja der Questgeber, den ich gesucht habe. Ich habe auch schon versucht, die Bande irgendwie beide kaputt zu machen, aber das ging nicht. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich das Quest da Dingen beenden kann, wozu? Ja, nochmal stehen. Unfehlbares Armband. Ich muss die Armbänder auch mal anlegen und austauschen. Was ist das? Adler? Der Adler, ein Adliger. Noch einen mächtigen Gürtel bei sich getragen. Hier ist noch ein Quest. Hier kann ich noch klauen. Hier gibt es außerdem noch was zu tun. Well. Er erforscht was? Information des Grabhüters. Ah! Eine Gruft, eine königliche Gruft. Aber was kann dort vorgefallen sein? Jetzt beide drin? In seinen späteren Jahren und bis hin zu seinem Tod war Ventus III. Berühmt, sein Reich zu verbessern. Bemüht. Dank der Reformen konnte das Reich unter der Herrschaft seines Sohnes weiterhin aufblühen. Doch kaum war der Sohn gestorben, wurde das Reich von seinem Bürgerkrieg gerissen. Was? Zwei Brüder kämpften um den Thron, der Sohn der Königin und der außereheliche Sohn der Geliebten des Königs. Der Bruder von niedriger Geburt war der bessere und ältere Mann. Da aber nur die wahre Blutlinie zählte, gehörte der Thron dem anderen. So war das Königreich zunächst gespalten und fiel später komplett auseinander. Von dem Bürgerkrieg wusste ich schon, aber selbst dass die Königsfamilie entzweit wurde, ist mir neu. Der Mann, der die Gruft beschützt, ist der Nachkomme des älteren Bruders. In seinen Adern fließt das Blut des Mannes, der für das tragische Ende der Ventus-Dynastie verantwortlich war. Daher ist es eine Art Buße, wie er sein Leben der Bewachung dieser Gruft widmet. Ich hatte gedacht, ich sei in Sachen Historien gut bewandert, aber solch eine außergewöhnliche Geschichte hätte ich mir kaum vorgestellt. Ich werde sie unverzüglich aufschreiben und das Manuskript der königlichen Gesellschaft zukommen lassen. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Ja, hab ich? Königliches Wappen. Well. Ich hab ein Was mache ich mit dem Wappen? Königliches Wappen? Ich habe keine Ahnung, was mit dem königlichen Wappen macht. Kavalierszauber. Was? GP werden nach jeder Auktion wieder hergestellt? Warum habe ich das noch nicht angelegt? Und wem überhaupt? Genau wie das Ding. Königliches Wappen? Königliches Wappen? Königliches Wappen? Ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Es ist... Keine Ahnung. Ist nicht das erste Mal, dass ich nicht weiß, was ich bekommen habe. Der hat auch 6. Den habe ich doch 100 pro besiegt. Hier ist noch eine Aufgabe. Moment. Das Buch. Was für ein Buch? Da war es noch mit irgendeinem Buch. So, jetzt gehen wir nach Goldstadt und dann mache ich jetzt mal eine Pause. Ich habe echt schon 50 Minuten auf dem Ticker. Ärgerlich. Da ist nix. Da ist noch eine Quest. Mit nix zu lösen. Die einfach ab. Das ging mir auch mehr um die Städte sauber, also fällig machen. Ja, spielen.
Aha. Straße zur Grotte am Meer, Stufe 33. Muss ich nicht hin. Was haben wir hier noch? Er möchte neue Länder besuchen. Geht das hier lang? Azurhöhlen, Stufe 23. Hier ist noch Oma. Die weiß auch nichts. Die darf man nicht bestehlen. Die ist nett. Sonst war ich hier eigentlich schon relativ fleißig, möchte ich meinen. Saphirroute? Gravitonaxt. Elementare schwere Rüstung. Na gut. Nö. Ja. Nö. Ah, ich erinnere mich an die Stelle. Oh. Und auch hier kann ich nichts mehr tun. Den hätte ich, glaube ich, rausgeprügelt, ne? Ja, garantiert. Den kann man auch stehlen. Ich glaube, das sind immer 5er Schritte, ab wann die Stehlenfertigkeit besser wird. Schon sagen, da war eine Kiste, aber die hatte ich schon. So, dann bin ich auch fast durch. Tut mir leid, dass das ein bisschen länger gedauert hat. Ich wollte einfach alles nochmal ablatschen. Das hätte ich natürlich auch offline machen können. Ich versuche mal das nächste Mal offline noch in Erzquell und Kambuch war das, glaube ich, die Leute aus den Häusern rauszuprügeln, beziehungsweise nach Erzquell kommen wir eh noch einmal. Deswegen ist das jetzt auch nicht traurig, wenn ich das einmal sein lasse. Es ist nicht traurig. Und ich reise mal zurück nach Quellborn, damit ich das nächste Mal weiß, wie und wo es natürlich weitergeht. Das erfahren wir aber in der nächsten Folge. Ich sage erstmal Tschüss, bis dahin, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl. Wo ist der Speicher? So, ciao.